Also schauen wir noch mal auf die Themen, die wir jetzt gehört haben von Katrin Göring-Eckardt und von Cem Özdemir. Das waren Bildung und Asyl, habe ich ja vorhin schon gesagt. Gerade beim Thema Asyl ist also die Frage, Professor Pogundke von der Universität Düsseldorf, da wird es ja schwer mit der FDP und der CDU und vor allem der CSU. Wie ist das denkbar? Das ist in der Tat spannend. Also im Moment kann ich mir das nur mit großer Fantasie vorstellen, wie die sich da treffen wollen. Wir haben ja immer noch die Obergrenze, die im bayerischen im CSU-Wahlaufruf drinsteht. Und wir haben auch inzwischen eine ganz klare Position der CSU, die eher auf eine Reduzierung der Zuwanderung abzielt. Und die FDP ist da auch sehr klar. Die Grünen, Frau Göring-Eckardt hat das gerade deutlich gesagt, sagen, wir müssen den Familiennachzug für alle, die jetzt gekommen sind, in den letzten Jahren ermöglichen. Da liegen Welten dazwischen. Und das sind auch große Zahlen, um die es da geht. Da darf man in der Tat gespannt sein. Ist das denn so, dass Sie sagen, die inhaltliche Ausrichtung der Grünen, die ist schon klar erkennbar und klarer erkennbar als beispielsweise bei anderen Parteien? Also die haben schon in bestimmten Punkten ein klares Profil, das lässt sich gar nicht leugnen. Die Frage ist nur, und das haben wir ja vorher schon angesprochen, warum dringen die mit ihren Themen nicht ganz so durch? Das liegt wahrscheinlich auch an der dominanten Figur der Kanzlerin und der Art des Wahlkampfes, den wir jetzt erlebt haben, der wenig polarisiert hat. Beide Parteien jetzt, und wir haben das bei den Grünen jetzt sehr deutlich gehört, versuchen jetzt noch mal ein bisschen Pfeffer reinzubringen. Und das wird vielleicht noch ein bisschen spannender in der letzten Woche. Ja, und wir hören ja auch immer wieder von den Wahlforschungsinstituten, dass es eben einen Großteil von Menschen immer noch gibt, die unentschlossen sind. Glauben Sie, dass da tatsächlich eher die kleinen Parteien in der letzten Woche von profitieren können oder die großen? Also da kann sich für die Kleinen noch relativ viel verändern und da sind die Grünen und die FDP klare Kandidaten, die da noch in die eine oder andere Richtung sich verbessern oder eben auch verschlechtern können. Und auch bei der AfD ist unter Umständen noch Bewegung drin und deswegen haben die Grünen jetzt auch und die FDP übrigens auch sehr deutlich hier Front gemacht gegen die AfD. Nicht nur gegen die AfD, was interessant ist, finde ich, die Grünen haben sich in den letzten Tagen explizit ja doch noch mal stärker abgegrenzt gegen die FDP. Warum? Ja, das ist in der Tat überraschend. Wenn man diesen Wahlaufruf liest, dann liest er sich wie ein Papier, um zu verhindern, dass man irgendwie mit der FDP ins Geschäft kommt. Das ist aber die einzig wahrscheinliche Option, wenn man den Umfragen einigermaßen glauben kann. Da muss zum gewissen Teil die eigene Basis, die eigene Wählerschaft bedient werden und man will auch klares Profil zeigen. Im Moment geht es noch um Wahlkampf. Es gibt keinen Koalitionswahlkampf, sondern es geht darum, dass jeder so stark wie möglich werden will, dass man da notgedrungen jetzt die Hürden etwas höher setzt, nachher für mögliche Koalitionsverhandlungen, das muss man in Kauf nehmen. Das ist doch interessant, weil wir haben ja nun mal in zwei Bundesländern mindestens die beiden zusammen an der Regierung, in Schleswig-Holstein und auch in Rheinland-Pfalz. Insofern könnte man doch auch sagen, Mensch, dieses Land braucht möglicherweise, so denken einige, etwas Neues. Die andere Option wäre ja nur, wenn es nicht für Schwarz-Gelb reichen wird, die andere Option, realistische Option wäre ja nur wieder die Große Koalition. Und da ist es ja doch auch nicht ausgeschlossen, dass am Ende die SPD sagt, nicht mehr mit uns, wir sind jetzt weit genug runter und wir müssen uns erstmal in der Opposition regenerieren. Das heißt, es bliebe ja dann entweder nur Neuwahlen oder Gelb und Grün kommen irgendwie zusammen. Also Sie haben vollkommen recht, die SPD wird eine starke Versuchung haben, dann zu sagen, jetzt gehen wir in die Opposition, jetzt ist es Zeit, auch aus innerparteilichen Gründen. Und wenn wir uns die Länderregierung anschauen, dann wissen wir auch, am Ende des Tages werden die kompromissfähig sein. Die Grünen sind in allen möglichen Konstellationen mit an der Regierung beteiligt. Und ich denke, das wird auch nach etwas längeren Verhandlungen und nach schwierigen Verhandlungen auch im Bund eine Möglichkeit sein. Es sei denn, es gibt dann doch noch mal einen Sinneswandel innerhalb der SPD und die springt sozusagen noch mal ins große Koalitionsbett. Können Sie sich das vorstellen oder können Sie sich andererseits auch sehr gut vorstellen, dass es nach der Wahl am kommenden Sonntag doch nicht zu koalitionsfähigen Gesprächen kommt und wir eine weitere Wahl sehen werden? Ich glaube, die deutschen Parteien sind so aufgestellt, dass sie im Zweifelsfall kompromissfähig sind. Das wird ein bisschen länger dauern, als wir das aus der Vergangenheit gewohnt sind. Aber die deutsche politische Kultur mag nicht Neuwahlen und instabile Verhältnisse. Insofern prognostiziere ich, es wird eine Einigung geben. Super, dann sage ich vielen, vielen Dank, Herr Professor Pogundke von der Universität in Düsseldorf, dass Sie hier den ganzen Vormittag bei uns waren und dass Sie so uns diese ganzen Analysen geliefert haben, fand ich sehr, sehr wichtig, damit wir einen Eindruck bekommen davon, was eigentlich diese Parteitage wirklich bedeuten. Vielen Dank. Gerne.